Ihr Lieben, ich denke mal, ich bin live. Ich bin hier live in Antalya und ja, habe heute Morgen mit meinem Freund Klaus ein so cooles Gespräch gehabt beim Frühstück, dass ich das jetzt hier mit euch teilen wollte, weil es geht um die Zeit und das Geld, dass wir vergeuden, dass wir verschwenden, dass wir nicht richtig, dass wir nicht gut investieren, wenn wir unser eigenes Business aufbauen oder wenn wir unser eigenes Business endlich vorantreiben wollen. Und es ist so schwierig, das zu verstehen, weil wir eben in unserem Kopf, hallo, ich sehe euch hier. Weil wir in unserem Kopf, wir haben folgende Vorstellung. Jetzt sage ich dir mal, was wir alle denken. Wir denken zum Beispiel, ich habe kein Budget und ich muss alles super, super billig machen. Und damit ich es billig machen kann, mache ich es selber. Und diese Vorstellung, die kennen wir alle. Ich muss es selber machen, ich muss es selber können. Weil erst dann ist es richtig und erst dann ist es richtig gut. Und ich muss es mir vor allem selber irgendwie beibringen. Und die Leute, die wirklich schnell erfolgreich sind, die Leute, die wirklich schnell lernen und das sich aneignen, was sie brauchen, bringen es sich nicht selber bei. Ich bin Number One schuldig. Ich habe es nicht kapiert und deswegen kann ich auch hier so drüber reden. Ich habe es nicht kapiert, dass ich lernen kann, und zwar von den richtigen Leuten, dass ich die richtigen Leute konsultieren kann, dass ich die wirklich konsultiere, die das Wissen, das ich brauche, sich erarbeitet haben, verstanden haben, angewendet haben und mir leicht, schnell und klar weitergeben können. Und das ist so was anderes als das, was wir wirklich immer gelernt haben. Im Studium habe ich zum Beispiel gelernt, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert und ich habe gelernt, dass ich mir mein Wissen selber aneignen kann. Und das kann ich, da bin ich auch sehr gut da drin. Und dass ich dann mit diesem Wissen arbeite. Aber keiner hat mir jemals gesagt, obwohl ich es eigentlich gewusst habe, aber es war mir nicht bewusst. Keiner hat mir jemals gesagt, dass ich doch jemanden konsultieren soll, der das genau schon sich erarbeitet hat, die Essenz rausgeholt hat, extrahiert hat und mir so weitergeben kann, so zeigen kann, so beibringen kann, dass ich das ganz schnell weiß. Und das Witzige ist, ich war ja im Studium immer so eine faule Socke. Ich war total faul. Das heißt, schon dort gab es bei uns von den höheren Semestern, die haben das nämlich begriffen. Die haben einfach den ganzen Stoff, den sie gelernt haben, zusammengefasst. Bei denen habe ich mich eingekauft in einen monatlangen Kurs, Vorbereitungskurs für meine ganzen Prüfungen, Vordiplomprüfungen, Diplomprüfungen. Und habe dort gebüffelt. Einen Monat lang das ganze Semester oder sogar 2 Semester zusammengefasst und gelernt von denen auf das, was es ankommt, das, was ich wissen muss, das, was ich üben muss, das, was ich wiedergeben muss. So habe ich im Prinzip mein ganzes Studium auf wenige Monate runtergebrochen, konzentriert, um dann das zu wissen, was ich an der Prüfung brauche. Aber im wahren Leben ist mir das verloren gegangen. Es ist mir verloren gegangen. Ich hatte dieses Denkmuster. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich muss das ja alles selber wissen. Ich muss das ja eigentlich können und ich muss das ja selber rausfinden. Und es hat mich so, so viele Jahre gekostet, bis ich alles selber rausgefunden habe, das dann so analysiert habe und so überprüft habe und einsetzen konnte für mich, dass es stimmig war. Hat mich Jahre gekostet. Diese Jahre sind Geld. Diese Jahre sind nicht nur Lebenszeit, sondern diese Jahre sind Zeit, wo ich mein Genius, das, was ich wirklich gut kann, anders einsetzen kann und nicht
so lange brauche, bis ich es endlich weiß, bis ich es endlich kapiere, weil ich mir nicht erlaube, die richtige, passende Unterstützung zu holen. Und das sehe ich überall. Ich sehe Leute und die sagen, ja, ich muss, und das habe ich mir auch gedacht, ja, ja, ich muss ja selber lernen und wie haben wir das heute besprochen? Genau, das ist Lehrgeld. Aber hier geht es nicht nur um Lehrgeld, sondern es geht um Lehrzeit. Und möchtest du Zeit deines Lebens, so viel Zeit investieren, um zu lernen, zu lehren? Oder möchtest du lieber mehr Zeit investieren, um Dinge zu kreieren? Und das, was du dazu lernen musst, dass dieses Wissen, dass du dir das holst, und zwar ohne diesen ganzen Try-and-Error-Prozess, wo du ausprobierst und merkst, es klappt nicht, dass du wirklich jemanden holst, konsultierst, der mit dir genau diese Sachen angeht, wo du gerade blockiert bist. Und das sind meistens sind es Überzeugungen. Es ist nicht mangelndes Wissen, sondern es sind Überzeugungen, es sind Glaubensmuster. Und nachher kommt das mangelnde Wissen dazu. Wie vorher, ich habe einen Post gemacht und da habe ich geschrieben über jemanden, weil ich das gesehen habe, die hat es gepostet, komm in meinen Kurs ausgebucht, wenn, wie du ausgebucht sein möchtest. Ja, um Gottes Himmels Willen, wieso sollte ich das Ziel haben, dass ich ausgebucht bin? Ich will doch überhaupt nicht ausgebucht sein. Ich will doch möglichst viele Menschen mit meinen wunderbaren Angeboten, mit meiner wunderbaren Message, mit meiner wunderbaren Unterstützung, mit meinem Coaching in meinem Fall, aber egal was du anbietest, mit deinem Yoga, mit deinen Produkten. Du möchtest doch nicht ausgebucht sein, du müsstest doch nicht ausverkauft sein. Sondern du möchtest doch wissen, wie du dein Business skalieren kannst, wie du möglichst hochstehende Qualität an möglichst viele Menschen bringen kannst. Warum solltest du das Ziel haben, ausgebucht zu sein? Und das sind genau diese Denkmuster, die uns eingepflanzt werden, die dich sogar dazu bringen, einen Kurs zu kaufen, wie du ausgebucht wirst. Und dann ist dein Ziel, ich möchte ausgebucht sein. Mein Ziel ist es nicht, dass ich ausgebucht sein möchte. Überhaupt nicht, sondern ich möchte Impact, ich möchte Wirkung hinterlassen. Ich möchte möglichst viele Menschen inspirieren, ihre Träume, ihr Traumbusiness oder auch ihren Traum-Lifestyle zu dokumentieren und zu zeigen, weil wir haben alle den gleichen Traum-Lifestyle. Wir möchten alle frei sein, wir möchten alle selbstbestimmt sein, wir möchten alle gesund sein, wir möchten alle glücklich sein, wir wollen alle fit und wir wollen alle vital sein. Und genau um das geht's. Das wollen wir in die Welt bringen, das ist unsere Message. Das ist das, warum wir hier angetreten sind. Und dazu müssen wir uns halt im ersten Schritt um uns selber kümmern und das Ganze selber erleben und verkörpern. Und dann reicht es uns nicht. Dann denken wir, oh mein Gott, das ist doch für jeden möglich. Das ist doch für alle möglich. Das kann doch jeder haben. Niemand muss Burnout haben. Niemand muss Ängste haben. Niemand muss Panikattacken haben. Niemand muss jeden Morgen aufstehen und sich Sorgen machen. Das braucht man nicht. Und dann, wenn man das selber rausgefunden hat, wie das gehen kann, dann möchte man das weitergeben. Und dann ist es auch absolut hundertprozentig legitim, ein Business daraus zu machen. Weil ein Business ist nichts anderes, dass du dir erlaubst, für das, was du bist, was du weißt, was du kannst, wo du Wissen weitergeben kannst, Geld zu verlangen. Und Geld zu verlangen bedeutet einzig und allein, dass du es verstanden hast, dass es hier ein Gleichgewicht geben muss, zwischen Geben und Nehmen, weil es sonst energetisch nicht funktionieren kann. Du kannst nicht nur geben und dann nicht die Sache des Nehmens gelernt zu haben. Das ist unmöglich. Und da sind auch wieder so viele hinderliche Denkmuster drin, dass die Menschen glauben, sie sind nur gut oder sie sind nur gute Menschen, wenn sie geben, ohne zu nehmen. Oder wenn sie mehr geben, als dass sie nehmen. Das sind alles diese Fehler, die sind fehlerhaft. Das ist fehlerhaftes Denken, das ist fehlerhaft im Privaten. Es ist energetisch absolut nicht möglich.
Du kannst niemals mehr geben, als du nimmst. Wenn du zu wenig nimmst, dann gibst du weniger. Automatisch, das ist so. Das kannst du nicht verändern. Diese Regeln der Energie, die sind einfach da, die wirken. Und die müssen wir lernen. Und da komme ich wieder zurück zum Anfang, dass ich einfach sage, kürze es ab, die Lernphase. Spare dir Lehrgeld ein, indem du wirklich dich darauf konzentrierst, auf was es ankommt, was du wirklich tun willst, was du machen willst, was du bewirken willst. Und dann schau, was es für Schritte braucht. Und dann, am besten die Schritte, die du brauchst, sind die Dinge, wo du merkst, da habe ich noch Blockaden, da bin ich noch ein bisschen gehemmt, da traue ich mich noch nicht. Schau, dass du da jemanden findest, der dich begleitet, der dir den Rücken stärkt, der dir die Lösung präsentiert und nicht den Lehrweg, weil den Lehrweg, den kennst du selber. Das ist einerseits der Lehrweg, der leer ist mit 2e oder der Lehrweg, der mit H ist. Auf jeden Fall ist es jeweils ein Weg, wenn der zu lange ist, wenn der nicht erquicklich ist, dann bringt er dich nicht weiter. Und es geht darum, dass du hier da bist, um das zu verkörpern, um das ins Leben zu bringen, was Freude macht, was dich ausdehnen lässt, was dich größer werden lässt, in dem Sinne, dass du größer bist als die Beschränkungen, die du kennst. Das heißt größer werden, dass du dir deiner Energie, deiner Kraft, deiner Schöpferkraft bewusst wirst und weißt, wie das funktioniert, dass Dinge hier entstehen in unserem Leben. Und dann geht es darum, dass wir Dinge entstehen lassen, die großartig sind und wunderbar ist. Und nicht uns selber und andere Menschen auf endlose Lehrwege, wo man Lehrgeld bezahlt und Lehrschmerzen bezahlt, diese ganzen Irrtümer, dass wir die einfach mal zur Seite stellen und sagen, wie kann es gehen, dass ich lerne, ohne zu leiden und Geld und Zeit und sonst was, was ich zu geben habe, zu verschwenden. Dass ich mich vergeude, dass ich tatsächlich vergeude diese guten Dinge, die ich zu geben habe, die ich kann, die mein Genius sind, die mir Spaß machen, die mir entsprechen. Und ich vergeude all das, weil ich mir keinen Platz, keinen Zeit und keinen Raum gebe, für das an den Tag zu legen, weil ich ja so beschäftigt bin mit Lernen und Lehrgeld zu zahlen und Lehrzeit zu bezahlen. Und nicht umsonst spreche ich hier zu dir, weil ich hier mit 54 Jahren sitze und es so lange gedauert hat, trotz toller Ausbildung, trotz Betriebswirtschaftsstudium, trotz vieler Businesses, die ich aufgebaut habe für mich und für andere, dass ich trotzdem niemals verstanden habe, wie es leicht gehen kann. Dass es alles immer schwer war, dass es alles immer ein Knorz war, dass es alles immer anstrengend war, dass es alles mich vor allem immer die Freude gekostet hat, dass es mich die Leichtigkeit gekostet hat, dass es mich so viele Erlebnisse gekostet hat in meinem Leben. Hierher zu kommen, wo ich jetzt bin, wie ich jetzt lebe und gleichzeitig dieses Wissen weitergeben kann und gleichzeitig in der Lage bin, dir zu sagen, wie du zu deinen Wünschen kommst, dir zu sagen, was es wirklich auf sich hat mit dem, was du bist und was du hier verkörperst, dir genau diese Sachen klar zu machen, dir Klarheit zu verschaffen in diesem ganzen Wust von Überzeugungen, Einschränkungen, Ängsten, Limitierungen, dir zu zeigen, was denn die Wahrheit ist über unser Wesen, über unser Sein als energetisches Wesen. Und was da alles möglich ist und was letztendlich die entscheidenden Dinge sind, die wir tun sollen, tun können, um genau so zu leben, wie wir angelegt sind in unserem Divine Design. Und das bedeutet nun mal, dass wir unser Human Design ablegen müssen, unsere ganzen menschlichen Beschränkungen ablegen müssen, so dass wir endlich
diese Freiheit und diese Grenzenlosigkeit erleben können. Und das wünsche ich mir für dich. Und deswegen kann ich jetzt nur sagen, schau in meinen Shop rein. Da ist alles, was dich Schritt für Schritt weiterbringt, noch bis am Montag zum halben Preis zu buchen. Inklusive Ultramind Experience, wo ich dich 6 Monate in all deinen Lebensbereichen, Business wie privat, dahin bringe oder schneller so viel weiterbringe, leichter so viel weiterbringe, dir helfe, überhaupt zu sehen, wohin denn weiter wäre, dass du Jahrzehnte an Lebenszeit, an Lehrzeit und Hunderttausende, viele, fast schon Millionen Höhe, kann ich dir versprechen, einsparst, wenn nicht noch mehr generierst, weil du dieses Lehrgeld, weil du diese Sackgassen nicht betrittst, weil du diese Zeit nicht verschwendest, in Richtungen zu galoppieren, um aus der Sackgasse wieder umzukehren und zu lernen, ich bin hier in eine Sackgasse gelaufen, hier war der falsche Weg. Wie wäre es, wenn du diese falschen Wege gar nicht mehr abgaloppieren müsstest? Wie wäre es, wenn wir einfach nur von sicherem Hafen in diese Wege hineinschauen und erkennen, dass das nicht der Weg für dich ist und dass du da nicht reingaloppieren musst, monatelang, jahrelang, um zu sehen, das ist es nicht gewesen. Das ist mir ein Anliegen, weil das Leben hat so viele tolle Sachen zu bieten. Und diese ganzen Sackgassen, die ich für dich abgaloppiert bin, und wie ich weiß, wieso man überhaupt Sackgassen abgaloppiert und ich dir das erklären kann, wie du wirklich einfach nur noch das lebst und erlebst, was dich wirklich erquickt. Und diese Sache mit Lehren, Lehrzeit, Lehrgeld muss ein Ende haben. Wir sind nicht hier, um zu lernen. Das ist Bullshit. Wir sind hier, um zu kreieren. Wir sind hier, um zu generieren. Und nicht um zu lernen. Das ist Human Design Denken, das ist menschliches Denken, das ist limitiertes Denken. Wir sind hier, um uns auszudehnen in unseren Spirit, in unseren Geist, in unsere Energie des Divine Designs. Und diese Energie ist fröhlich, leicht, unterstützt, geliebt und wachsend und immer mehr und mehr sein dürfend. Und nicht irgendwie kriegst du den Hals nicht vollmäßig, sondern Kreation, Schöpfung, das ist Wachsen. Stell dir mal vor, du sagst einem Künstler, er darf nur so und so viel Kunstwerke produzieren und dann ist zu Ende. Das würdest du nie machen. Du würdest keinem Maler sagen, jetzt hast du aber schon 100 Bilder gemalt, jetzt reicht's aber dann mal, jetzt musst du keinen mehr malen. Der lebt für Bilder malen und du lebst für deine Lebensbilder zu malen, um die auszuleben, um die zu erleben. Genauso bist du kreativ und schöpferisch hier unterwegs, egal ob das im Handwerk ist oder im Geiste oder im Business oder im Privaten. Aber diese Erlaubnis möchte ich, dass du dir gibst. Und ich unterstütze dich so gerne dabei, aber du musst kapieren, worum es geht. Dass es nicht darum geht, dass du Geld investierst und das vielleicht in den Sand setzt, sondern dass du merkst, dass du Geld für dich investierst und dafür Zeit gewinnst und damit eben auch das Geld, was du in die Sackgassen, was du in die Fehler, das, was du an Lehrgeld investierst, lieber für Wachstumspotenzial investierst. Und das ist so eine andere Sichtweise, die ich jetzt habe, die ich jetzt weitergeben kann, wo ich dir so viel ersparen kann. Und vielleicht kapierst du es auch jetzt und denkst, scheiße, da war ich echt auf dem falschen Dampfer. Und jetzt darf es schnell gehen, jetzt darf es einfach gehen. Und jetzt freue ich mich drauf, wenn ich jemanden noch erreicht habe, der sich dieses wahnsinnig geile Ultramind schnappen will. Geh mit mir in Kontakt. Du musst zu der Gruppe dazu passen. Es muss für dich passen. Ich kann nicht jede in diese Gruppe reinlassen von Ultramind. Und aus diesem Grunde nimm auf jeden Fall mit mir Kontakt auf und dann sage ich dir, ob es richtig für dich ist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Happy Day. Wenn du hier zum Schluss zugeschaut hast oder vorgescrollt hast, wenn du es in der Aufzeichnung oder auf YouTube anschaust, schau dir das bitte nochmal an und überlege dir, ob ich nicht Sachen sage,
die du dir auch schon oft gedacht hast, aber geglaubt hast, nee, das kann nicht stimmen, weil alle anderen machen es anders. Und wenn es die meisten anders machen und es schwer haben, dann heißt es nicht, dass es der Weg ist, sondern es heißt einfach und nur alleine, das ist halt einfach überliefert worden. Diese Denkweise, diese Ansichten, die sind gang und gäbe und führen eben alle Menschen auf ihren Lehrweg und auf den Lehrpfad. Aber wir brauchen das nicht. Also liebe Grüße und bis ganz bald. Tschüss.